Ja, servus und grüße euch bei unserer Online-Harmonika-Schule Harmonika Veronika. Ich bin's wieder, euer Quetschenbur, und ich habe was ganz Besonderes für euch mitgebracht, nämlich ein Lied, das heißt Die lustigen Hammerschmidtgesellen. Ja, und dieses Lied, das werden wir heute gemeinsam lernen. Und wie gehen wir da vor? Natürlich beginnen wir wie immer mit der Melodie. Die lernen wir dann Schritt für Schritt ein, ganz langsam. Danach übt ihr die Melodie gut ein, und wenn ihr die beherrscht, dann sehen wir uns gemeinsam den Bass an und versuchen dann auch schon Melodie und Bass gleichzeitig zu spielen. Und natürlich funktioniert das jetzt auch mit einer dreireihigen Harmonika, wie auch mit einer vierreihigen Harmonika. Nur die vierte Reihe werden wir bei diesem Lied nicht benötigen. Also es sollte für jedermann zu schaffen sein, das befindet sich in der Kategorie leicht, dieses Lied. Und ich darf euch jetzt schon viel Spaß wünschen, und bevor es soweit ist, wie immer, spiele ich euch das Lied einmal vor. So, dann gehen wir es wieder gemeinsam an mit die lustigen Hammerschmidtgesellen. Und wir gehen immer wie folgt vor: Daumen auf unsere seitliche Leiste, und dann suchen wir unseren ersten Griff. Dazu habe ich euch wieder die Gleichtöne markiert, einmal hier in der zweiten Reihe und einmal hier in der dritten Reihe. Da erinnern wir uns, Gleichton, ja, in der zweiten Reihe, das ist ja der einzige, der auf Zug und Druck gleich klingt. In der dritten Reihe ist es dasselbe. Alle anderen Tasten klingen auf Druck und Zug unterschiedlich, also wechseltönig. Gut, dann habt ihr die Orientierung. Also Daumen auf die seitliche Leiste, und dann suchen wir schon unseren ersten Griff. Der wird dieser sein. Ja, sieht folgendermaßen aus. Auf den Gleichton kommt der vierte Finger, darüber der Mittelfinger, also der dritte. Ja, und jetzt gehen wir folgendermaßen vor. Auf Druck müssen wir spielen, das heißt, die Harmonika muss zugemacht werden. Wir schauen uns mal die ersten Griffe an, die jetzt auf Druck sind. Dieser. Danach geht der vierte Finger weg, und es kommt der kleine Finger hier dazu, und wo der Gleichton ist, der wird jetzt ausgelassen. Ja, nochmal. Und jetzt der nächste Griff. Ja, da geht der kleine Finger hier in die erste Reihe runter. Also der Mittelfinger bleibt wieder liegen. Und dann gehen wir schon wieder zurück. Noch einmal. Okay. Und natürlich müssen wir auch hier wieder zählen. Das schaut jetzt folgendermaßen aus. Ich zeige das euch einmal. Ich zähle wieder ein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ja. Da ist jetzt jeder Griff nur einen Schlag lang. Noch einmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Einmal noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nächster Griff. Der Mittelfinger, der bleibt schon wieder liegen. Der ist heute ganz faul. Darunter kommt jetzt aber der Ringfinger dazu. Das wird der nächste Griff, und beim nächsten Griff, ja, da muss jetzt der Mittelfinger wieder was tun, aber er braucht nicht viel tun. Wir rutschen nämlich mit beiden Fingern einfach so schräg rauf in die dritte Reihe. Und danach mit 2-3 in die zweite Reihe. Also so, rauf. Okay, noch einmal. Und wie wir hier zählen müssen, das zeige ich euch gleich. Wir beginnen aber damit von vorne. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei,
Also bis jetzt war noch jeder Griff nur einen Schlag lang. Und jeder Griff auf Druck. Einmal noch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und der nächste Griff ist dieser. Und wir müssen, ihr habt schon gesehen, jetzt aufmachen, also auf Zug spielen. Also von Druck schnell aufmachen. Und jetzt geht das folgendermaßen. Eins, zwei, ja, also zweimal hintereinander, dieser Gabelgriff. Eins, zwei, nächster Griff ist auch auf Zug. Der Mittelfinger bleibt schon wieder liegen. Jetzt kommt der vierte Finger dazu. Auch nur kurz, einen Schlag. Und dann jetzt muss der Mittelfinger weggehen. Jetzt bleibt der Ringfinger liegen und jetzt kommt der kleine Finger dazu. Eins, zwei, drei. Und der ist jetzt einmal länger zum Drücken, nämlich drei Schläge. Also, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Einmal noch. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und dieses Da-Da-Da-Dam, also, das wiederholt sich zweimal. Also, nachdem ihr das gespielt habt, eins, zwei, drei müsst ihr wieder auf diesen selben Griff. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Also zweimal hintereinander. Ja? Und wie sich das im Ganzen anhört, das sehen wir jetzt gleich. Denn wir beginnen wieder von vorne mit 3-4 auf Druck. Und es geht los. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei. Drei, jetzt Aufgabe. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Jetzt die Wiederholung. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Bis hierher hatten wir es und ab jetzt müssen wir wieder zumachen. Und wir müssen auch die Finger wechseln. Nämlich auf 2, 3. So. Und dann geht das folgendermaßen. Eins, zwei, also zweimal hintereinander dieser Griff. Eins, zwei, dann umgreifen. Mittelfinger bleibt liegen, Zeigefinger geht weg, Ringfinger kommt dazu. Drei, und der ist auch ein Schlag, also eins, zwei, drei, und jetzt kommt der kleine Finger dazu. Und die anderen Finger bleiben aber auch liegen. Ja? Das ist ein Dreiergriff, unser erster Dreiergriff. Ich gratuliere euch, super. Der geht dann so. Eins, zwei, ja? Also eins, zwei, drei, eins, zwei. Der ist zwei Schläge lang, ja? Eins, zwei, drei, eins, zwei. Sehr gut. Noch einmal von vorne auf Druck. Eins, zwei, drei, eins, zwei. 3, 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt auf Druck. 1, 2, 3 und jetzt 3. 1, 2, 3. Und das ist schon wieder der Startschuss für die Wiederholung von dessen, was wir jetzt gelernt haben. Ja, das wiederholt sich noch einmal. Ja? Bis auf den Schluss, der ist etwas anders. Aber im Großen und Ganzen wiederholt sich das jetzt, was wir gespielt haben, noch einmal. Gut. Also das war jetzt, ich mache es jetzt gleich weiter von der Wiederholung, also von diesem Dreiergriff weg. Eins, zwei, drei, jetzt wiederholen. Das gleiche. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei und wieder Zug. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, noch einmal. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Bis hierher ist es gleich. Und der Schluss schaut jetzt folgendermaßen aus.
Es kommt wieder der dritte Finger dazu. Das heißt, wir brauchen wieder alle drei Finger. Und der ist einen Schlag jetzt lang auf Zug. Drei. Ja, nochmal. Drei. Wichtig immer, alle Finger bitte gleichzeitig drücken, nicht so. Das wäre nicht schön, also wirklich. Also das muss eine Einheit sein. Also wie gesagt. Und dann schnell zu. Eins, zwei, drei, eins. Und die Finger brauchen sich hier nicht bewegen, also die gleichen Tasten, die wir auf Zug hatten, die brauchen wir jetzt auf Druck. Da die Harmonika eben auf Zug und Druck unterschiedlich klingt, bis auf diese Töne, haben wir eben, trotz dass wir die gleichen Tasten drücken, zumindest auf zwei Tasten, unterschiedliche Töne. Am Gesamten klingt das natürlich anders. 1, 2, 3, 1. Also letzte, wie gesagt, vier Schläge lang. Aber man zählt immer 1, 2, 3, 1. Warum tun wir das? Denn es handelt sich um einen Dreivierteltakt und man kann maximal drei Viertel, also drei Schläge, zählen, dann muss man wieder bei 1 anfangen. Ja. Gut, zu guter Letzt spielen wir das Ganze gelernt jetzt durch mit der Wiederholung gleich. Wir beginnen auf Druck und wir zählen ein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Druck. 1, 2, 3 und der Dreier. 1, 2, wiederholen. 1, 2, 3, 1, 2 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Schluss, 3 und zu. 1, 2, 3, 1. So, mit der Melodie sind wir jetzt fertig, da kommt nichts mehr. Jetzt kommt der Bass. Aber wie immer auch hier bitte zuerst die Melodie einlernen, bevor wir uns dann den Bass gemeinsam ansehen. Ja? Denn ich sage es immer wieder und man kann es gar nicht oft genug sagen, die Melodie, die muss einmal gehen. Und erst wenn die wirklich aus dem FF, beziehungsweise eigentlich auswendig geht, dann sehen wir uns gemeinsam den Bass an und versuchen dann auch schon gemeinsam links und rechts zu spielen. Ja, und wie das mit dem Bass jetzt funktioniert, das sage ich euch jetzt. So, und auch hier gehen wir ganz methodisch wieder vor. Also Daumen auf die seitliche Leiste legen, den ersten Griff gleich suchen. Das war dieser hier. Und dann suchen wir unseren Bass, also den richtigen Bass. Wie finden wir den? Wir haben hier unten einen sogenannten X-Bass. Und von diesem Bass gehen wir 1, 2, 3. Der Reihe nach unten und dort legen wir unseren Zeigefinger, also unseren zweiten Finger hin. Ja, gleich darunter unseren Mittelfinger und dann den Ringfinger. Der Ringfinger ist auf dieser weißen markierten Taste, nämlich auf dem B-Bass. Und es gibt natürlich jetzt auch Harmonikas, die diesen X-Bass nicht besitzen, den dann bitte einfach wegdenken und ihr geht dann einfach von diesem Bass eines logischerweise erst nach unten. Ja. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann machen wir immer, wie immer, die Klangprobe. Auf Zug soll diese Taste so klingen. Und auf Druck so. Genau. Auf die, der Mittelfinger dann so. Beim vierten Finger so. Ist das der Fall, dann seid ihr auf jeden Fall richtig und wir können starten. Also, wie gesagt, hier. 3, 4. Und beim Bass kommt jetzt, werden wir mit dem vierten Finger anfangen. Noch ein paar grundsätzliche Sachen zum Bass. Auf Druck nicht vergessen, wir beginnen immer mit dem vierten Finger zu spielen. Und wenn wir auf Zug spielen, also auf Zug, beginnt der Zeigefinger. Das heißt zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt Zug und Zeigefinger. 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt habt ihr gleich gesehen, das ist eben das Begleitmuster, das wir hier haben. Wir haben nämlich einen Dreivierteltakt, also den sogenannten Walzer. Der geht dann immer 1, 2, 3, vierter Finger einmal, zweimal der Mittelfinger, dann der Zeigefinger, dann wieder zweimal der Mittelfinger. Ja, also immer 1, 2,
Zug eben dann mit dem Zeigefinger. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dieser Bass, der ändert sich nie und es ist eben wie ein Uhrwerk. Also der ist wirklich auf jeden Schlag hier zu spielen, unabhängig was die Hand hier macht. Und das ist ja teilweise auch das Schwierige am steirischen Spielen. Aber dafür muss man eben üben und das tun wir jetzt gemeinsam. Wir beginnen mit dem vierten Finger auf Druck. Und wir müssen nur eines beachten, wir haben hier einen Auftakt. Das heißt, der erste Schlag, also der erste Ton, den wir hier spielen, den spielen wir hier nur mit der rechten Hand alleine. Und erst beim zweiten kommt dann der Bass zum Einsatz. Das geht jetzt, schaut so aus. 1, 2, 3, 1. Merkt, wenn dieser Gabelgriff kommt, dann drücken wir gleichzeitig 1. Genau, gleichzeitig bitte, also nicht so, sondern wirklich exakt gleich starten. Und wir machen das gleich noch einmal. 1, 2, 3, 1. Okay. Wir machen es noch einmal und dann spiele ich gleich weiter. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das wären die ersten Töne. Noch einmal von vorne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. Einmal noch. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, und jetzt kommen wir an die Stelle, wo wir das erste Mal aufmachen müssen. Und genau, dann beginnt hier der Zeigefinger zu spielen. Hier mit dem Gabelgriff. Das geht jetzt folgendermaßen. 1, 2, 3, 1. Letzten, Achtung, drei Schläge hier drauf bleiben, werden wir 1, 2, 3 haben. Ja? Noch einmal, Gabel. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Noch einmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Von vorne, auf Druck. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das wiederholt sich ja noch einmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und jetzt wieder zu. 2, 3 hier und der vierte Finger wieder. Dann wir beginnen mit dem vierten Fingerabdruck. 1, 2, 3 und das ist der Dreier. 1, 2. Und dann wären wir schon wieder an der Stelle, wo wir wiederholen müssen. Wir beginnen aber wieder von vorne jetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ja. Und dann machen wir jetzt aber so, dass wir bei dem Dreiergriff einen Basslauf dazu machen, ja? Einen Übergangsbasslauf. 1, 2, 3. Und das ist dann der Auftakt. Ja? Also da spielen wir jetzt den Übergang im Prinzip zur Wiederholung mit einem Basslauf. Das sieht wie folgt aus. 1, 2, 3, also vierter Finger, dann der zweite Finger, der dritte Finger in der zweiten Bassreihe, unbedingt bitte den dritten Finger nehmen und dann wieder zurück. Ja? 1, 2, 3 und auf 3 müssen wir dann den dritten Finger hier drücken und unseren Griff auf der Diskantseite. So. 1, 2, 3.
3 und dann geht's wieder los. Ja? Also noch einmal. So. 1, 2, 3 und jetzt wiederholen. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, das ist jetzt der Schluss. So, nochmal. 3 war dann hier. Und der letzte, also das letzte, was wir spielen müssen, war dann wieder das gleiche auf Druck, wo wir hier haben. 1, 2, 3, 4. Und der Bass macht jetzt wieder dieses Begleitmuster, was wir vorher schon gehabt haben. 1, 2, 3, 4. Mit einem Unterschied zum Schluss drücken wir hier beide Tasten. Wir sehen uns das nochmal an, also 1, 2, 3 und zum Schluss vierter und dritter Finger gleichzeitig. Also 1, 2, 3, 1. Ja? Gut, dann würde ich sagen, machen wir das noch einmal von ganz von vorne durch und dann gehen wir auch schon gleich in die Wiederholung. Also wir spielen das 1 zu 1 noch einmal durch, komplett. Los geht's. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und Zug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und Zug. Schön ausklingen lassen. Also. Ja, damit sind wir bereits am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Ja, ihr wisst, was das bedeutet. Genau, jetzt geht's ans Üben und dabei wünsche ich euch viel Spaß, gutes Gelingen, ihr schafft das und ich hoffe, wir sehen uns bei einer weiteren Ausgabe von unserer Online-Harmonikerschule Harmonika Veronika wieder. Bis dahin, Servus, Pirti und auf Wiedersehen, euer Quetschenbur. Harmonika, Veronika, ich wär so gern.